Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Chivaldo und herzlich willkommen zurück zu The Rise of the Ronin. Wir sind hier in Kyoto angekommen. Eine wunderschöne neue Map, die nicht ganz so groß ist, glaube ich, aber dafür voller Möglichkeiten und voller Quests. Und wir werden natürlich alles machen. Ich hoffe es. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen im Kyoto-Anwesen des Chuchu-Clans. Und wir reden mal mit dem guten Takazugi. Der wartet direkt hier und braucht Hilfe, wie es aussieht. Da hinten ist er schon. Wir reden mal mit ihm. Und dann schauen wir mal, was der Gute möchte. Hallo. Huch. Ach, wie ungünstig. Gerade jetzt, wo du kommst, muss ich dringend los. Ich wurde zu einer Gaststätte gerufen. Die Geishas dort haben in letzter Zeit etwas Ärger. Was? Ich bin häufig Gast dort, darum muss ich ihnen helfen. Es ist in Ejiri, also ziemlich weit, aber willst du trotzdem mit? Natürlich. Warum nicht? Ich komme mit. Ich helfe dir. Ich dachte mir schon, dass du Abwechslung suchst. Na gut. Dann lass uns gehen. Wenn es um Geishas geht, bin ich immer dabei. Natürlich nur, wenn die Hilfe brauchen. Nicht, weil ich Spaß haben will. Als die Anführer der Verbrecher verschwunden waren, nahmen korrupte Beamte ihren Platz ein. Diese Schweine. Sie fangen Streit an den Raststationen an, belästigen Geishas. Die Lage ist wirklich außer Kontrolle. Das geht gar nicht. Das hier ist ein Freudenhaus? Das sieht überhaupt nicht nach Freude aus. So, was ist hier? Herr Takazugi, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich serviere gleich etwas zur Erfrischung. Das ist nicht nötig. Diese Beamten, machen sie euch immer noch Ärger? Leider. Letzte Nacht haben sie wieder alles verwüstet und sind gegangen, ohne zu zahlen. Sie treiben uns damit noch in den Ruin. So sieht der Platz hier auch aus. Und die sollen das Land regieren? Was ist mit Ito? Dem Mann, den ich vorgeschickt habe. Er versucht bereits mehr über die Beamten herauszufinden. Bitte, Sie müssen uns doch helfen können. Wir können uns ansonsten niemanden wenden. Ich sehe zu, was ich tun kann, aber nur dieses eine Mal. Leider bin ich ein vielbeschäftigter Mann. Unsere Rüstung ist traumhaft. Du hast gehört, schön. Worum es geht. Hilfst du uns? Aber natürlich. Dann lass uns zunächst einmal mit Ito reden. Wo ist er denn? Wer ist Ito überhaupt? Weißt du nicht mehr? Er hat mit uns die Botschaft angezündet. Sicher erkennst du ihn wieder. Bestimmt, da bin ich mir sicher. Ich kann mich nicht an alle erinnern, leider. Deswegen, ich glaube, das Spiel weiß das auch, dass man sich nicht an alle erinnern kann. Der Takazugi wirkt irgendwie anders als sonst. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er liegt hier allen schrecklich am Herzen. Bitte versprecht mir, für uns nach ihm zu sehen. Bitte. Ich gebe mein Bestes. Ich mag ihn ja auch. Hoffentlich hat dieser Narre Ito keinen Fehler gemacht. Das hoffe ich doch auch. So. Wer ist hier wieder am Rumkrächzen? Was ist denn hier los? Was? Hey. Der hat wehgetan. Alter, eine schöne Waffe bist du da am... Auch wenn du jetzt gerade ein bisschen komisch aussiehst. Aber die Waffe ist wunderschön, muss ich sagen. Diese Stangenwaffe. Ich habe sehr selten eine Stangenwaffe benutzt, ehrlich gesagt. So, da steht optional, hilft den Stadtbewohnern. Aber wo? Welchen Stadtbewohnern denn? Oi.
Mach keinen Stress da oben. Mist. Ist ja gut. Von diesen Beamten lasse ich mich nicht gerne schikanieren. Bitte, ich will auch kämpfen. Mit bloßen Fäusten. Du traust dich ja was. Wir haben einem der Stadtbewohner geholfen. Ihm jetzt hier, oder was? Das war aber sehr unbewusst. Aber wenn wir Leuten helfen können... Wow. Was denkt er sich, dass er hier mit dem Rechen uns umbringen kann? Bam! Der hat gesessen. So, wo ist der zweite Stadtbewohner, dem wir helfen können? Woran erkennt man das denn? Ich habe das gerade nämlich überhaupt nicht erkannt. Hey, ganz ruhig. Der kommt ja tatsächlich mit. Ja, ich meine, wenn er helfen kann, warum nicht? Dann gehen wir hier weiter. Ein bisschen die Waffe säubern. Dem ist nicht mehr zu helfen, wie es aussieht. Wo ist Ito? Takasugi, oh. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ach, er. Oh, du bist auch hier. Das ist gut. Ja, ich kann mich auch an dich erinnern. Diese dreckigen Beamten sind in ihrer Basis. Wir müssen sie stürmen. Also los. Ja, dann los. Es ist der falsche Zeitpunkt, um zu trödeln. Ich trödel doch überhaupt nicht. Ich will nur mal gucken, wo dieser optionale Stadtbewohner ist, dem wir helfen können. Guck mal, ob der hier ist irgendwo. Hier können wir auf jeden Fall so ein Banner hissen. So, kann man dir helfen? Nein? Schade. Das gibt's doch nicht. Komm her jetzt. Bam. Gegen die Wand geknallt. Oh, jetzt haben wir zwei. Wir haben dem zweiten Stadtbewohner wohl geholfen. Und wieder einmal ist es mir nicht aufgefallen. Sei es drum. Dann ist das so. Kann ich hier durch? Hier kann ich nicht durch, wie es aussieht. Nein, das geht nicht. Ui, ui, ui. Die kümmern sich drum. Finde ich gut. So, da hinten müssen wir also hin. Wie kommen wir dorthin? Wahrscheinlich von oben, ne? Mhm. Okay, hier komme ich aber nicht hoch. Wie komme ich denn da hoch? Muss ich überhaupt da hoch?
Also, von hier vielleicht. Das sieht auch nicht richtig aus. Ist wahrscheinlich ein viel einfacherer Weg, als ich hier gerade suche. Hier, da kann man noch durch. Bin ich natürlich zu breit. Zu breite. Sorry, zu breite Schultern, der Gute. So, aber von hier kommen wir halt auch nicht weiter. Hä? Begib dich zur Basis der Beamten. Ja, aber wie? Kann ich mich hier irgendwo hoch schießen? Ist das möglich? Sieht nicht danach aus. Und hier? Was ist das denn hier? Ach so, das ist Takasugi. Okay, Phil. Also hier kommen wir schon mal nicht durch. Ich sehe auch leider nicht, wo wir lang könnten. Gehen wir den weiten Weg um drumherum. Mal gucken. Vielleicht sind wir hier komplett falsch. Vielleicht müssen wir auch hier lang. Das sieht auf jeden Fall richtiger aus hier. Adios. Nein, säubern bitte, danke. Sakasugi, ich freue mich wirklich sehr. Bam. Goyola. Übertreibung es nicht. Naja, alles gut, alles gut. So, ich nehme mir mal ein Stück von meinem Hielchen. Können wir hier durch? Hier weiter die Stellung. Ah, ja, 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 ja. Und was haben wir hier? Einen dicken. Also gut, Chimensa. Erledige sie! Arrogante Bastarde! Denken wir nicht, ich kann mal. Ich bin für eine Fuck. Das war einer. Da schwingt er seine Keule. Ja. Hey, ich kenne dich doch. Aus dem Gefängnis. Dafür wirst du zahlen. Wart nur ab. Himmelsam, der Zerstörer. Ich habe keine Ahnung, wer der bist, aber bleib liegen. Von deiner Sorte so, kenne ich einige. Das wäre erledigt. Ich bin etwas erschöpft. Ich gehe zurück zur Gaststätte. Hey, warte. Du kannst nicht allein gehen. Ich komme mit. Ja, 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 ihr wollt ja nur die Geishas. Ihr Schweine. Sprich mit Takasugi. Das werden wir tun. Wir sind schon zurück an der Gaststätte. Okay. Nein. Ich will nur meine Waffen säubern. So. Und wo komme ich denn hier hoch? Ist ein bisschen dunkel. Oh. Hallo. Vielen Dank. Ihr sucht Meister Takasugi? Er ist schon eine Weile hier. Und dem Klang seiner Shamisen nach zu urteilen, gut gelaunt. Mhm, so mag ich ihn am liebsten. Aber wie geht's denn hier hoch? Fräulein, da, okay. Na, Ito. Mit dir will ich nicht reden, sondern mit ihm. Na, wie geht's? Das war gute Arbeit. Dank deiner Hilfe ist alles glatt gelaufen. Natürlich. Aber korrupte Beamte gibt es noch mehr als Ratten. Es wäre einfach unmöglich, jeden einzelnen von ihnen zur Rechenschaft zu ziehen. Möglich ist das schon.
Vielleicht war es besser, als die Banditen hier das Sagen hatten. Nee, die hier wirkten schlimmer als die im Chinesenviertel. Nein, die nehmen sich alle nichts. Händler dazu zu zwingen, Waren zu schmuggeln, ist genauso schlimm. Und wie immer ist das einfache Volk, das darunter leidet. Was nicht bedeutet, dass es machtlos ist. Diese Vorfälle haben den Menschen in Ejiri gezeigt, dass sie die Obrigkeit nicht zu fürchten haben. Genau wie im Chinesenviertel. Vereint können sie sich gegen ihre Unterdrücker zur Wehr setzen. Ich verstehe immer besser, was Meister Shōin uns sagen wollte. Um das Shogunat zu stürzen und Japan zu retten, muss sich das ganze Volk... Okay, hey, hey, hey. Du bist krank, nicht wahr? Dir kann ich einfach nichts vormachen, nicht wahr? Das sieht ein Blinder. Diesen Anblick hätte ich dir gern erspart. Was hast du denn? Es geht mir wieder besser. Also, keine Sorge. Aber behalt das bitte für dich. Ja. Okay, ich versuch's. Ich hoffe, ich denk dran. Wahrscheinlich verplapper ich mich schon im nächsten Gespräch. Takazuki ist krank! Okay, erhaltene Geste Shamisen spielen. Cool. So, wir haben einiges bekommen an Punkten und Erfahrung und alle möglichen. Die Brücke von Sanjo. Weißt du was? Da gehen wir hin. Und was ist das hier? Oh, starke Bande. Das können wir als nächstes machen. Aber wir holen uns erstmal Le Photo. Was für ein Foto ist das? So, das ist die Fotolocation, wie es aussieht. Aber was soll ich fotografieren? Schieße ein Foto von der Brücke von Sanjo, von den Klippen über dem Kamogawa aus. Das kann ich gerne tun. Die Brücke. Welche Brücke? Die hier? Das wird sie sein. Foto machen. Sieht schön aus. Gefällt mir. Echt schön. Okay. Liebes Ferdi. Komm mal her. Bring uns mal zu dem guten Ryoma. Oh, das ist ein Wahrzeichen. Oh, okay. Können wir direkt mal lesen. Eine Brücke, die in Sanjo, Kyoto, über den Kamogawa führt. Sie gilt als der westliche Startpunkt der 53 Stationen des Tokaido. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurden am Sanjo-Ufer in der Nähe der Meisterdieb Guimon Ishikawa hingerichtet. Außerdem wurde hier der abgetrennte Kopf des Militärkommandanten Mitsunari Ishida zur Schau gestellt. Eine sehr makabere Stelle also. Schnell weg hier. So, was ist denn? Hi! Na? Shop. Ich habe ein paar hübsche Waren dabei. Shop. ja, das hört sich gut an. Warte, du kannst auch Sachen zerlegen, sehe ich gerade. Ich schau mal gerade, ob ich neue Ausrüstung habe, die ich dir geben kann. So, die Waffe hier hat über 500 Stärke, Angriffsstärke. Wir haben nichts Vergleichbares. Das können wir schon mal alles zerstören. Bogen und Gewehr haben wir auch das Beste vom Besten. Oh. Offensichtlich haben wir das Kimono des Schwertkämpfers. Das gefällt mir ganz gut, aber das passt dann nicht mehr zu dem Helm. Verdammt, Mann, diese Ausrüstung sieht echt cool aus, aber... Ja, was soll ich dir sagen? Dann lieber das Stirnband. Das passt besser. Handschuhe des Kabuki-Schauspielers. Auch die werde ich ausrüsten. Ja, und dann bin ich vollkommen zufrieden. Komm jederzeit wieder. Ja, danke. Ich bin auch schon wieder da. Nein. Reden. Ich habe ein paar hübsche Waren dabei. Gut,
Du kannst alles zerlegen. Ja, bitte. Brauche ich alles nicht mehr. Danke sehr. Komm jederzeit wieder. Werde ich tun, aber erstmal gehe ich zu dem guten Ryoma. Mal gucken, was er möchte. Mein Freund. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Sieh mal. Der muss für das Shogunat wichtig gewesen sein. Okay. Kennst du ihn? Nein. Aber sieh dir die Wunden an. Direkt in die Kehle. Das war Iso, gar keine Frage. Echt? Sein Versteck muss in der Nähe sein. Ganz sicher. Vielleicht in diesem verlassenen Tempel. Hilfst du mir dabei, Iso aufzuhalten? Aber natürlich, alter Freund. Iso? Ah, der Mann, der Katsu töten wollte. Ja, genau. Er hat sich kein bisschen verändert. Gehen wir es an. Warten wir auf die Nacht. Dann kommt er ganz bestimmt zurück in sein kleines Versteck. Der ist sich aber ziemlich sicher, dass das alles so war, wie er es erzählt. Gut, gehen wir. Starke Bande. Weißt du noch, was Katsu gesagt hat? Die Gegner des Shogunats betrachten solche Morde als göttliche Strafe. Wie soll dieses Land gegen den Westen ankommen, wenn unsere eigenen Leute sich gegenseitig abschlachten? Schlimm ist das. Ich weiß immer noch nicht, wie das neue Japan aussehen wird. Doch eins ist sicher. Solange wir untereinander keinen Frieden schließen, erreichen wir gar nichts. Der Yoshida. Wann kreuzten sich unsere Pfade das erste Mal? Seitdem sind so viele Menschen gestorben. Und nicht wenige durch unsere Hände. Wohl wahr. Lass mich mal gerade schauen. Hier war doch irgendwas. Ein Wahrzeichen, nicht? Später. Sogar Gensui ist fort und hat uns nur einen neuen Konflikt hinterlassen. Er hätte Japan ändern können. Er hatte das Zeug dazu. Da oben also, ja? Ich bin gespannt, ob du recht hast. Weil Kehle durchschneiden und so, ich meine, das mache ich auch mit einem Kampf. Das ist jetzt wir sind da. Nichts Ungewöhnliches für suchen uns. Suchen wir Iso. Okay, wir suchen Iso. Der ist aber wahrscheinlich nicht alleine hier. Vielleicht aber auch doch. Sieht ein bisschen gruselig aus hier. Okay. Der scheint nicht hier zu sein. Aber seinen Kram nehme ich mit. Wenn wir schon mal da sind. Buch. Sieh dir das an. Eine Kugel. Ich kenne keine Gegner des Shogunats, die Pistolen benutzen. Die muss von Iso sein. Jetzt ist er sicher nicht hier, aber mit ein bisschen Geduld. Ich habe darüber nachgedacht, was Meister Shoin von uns erwartet hat. Gensui und Iso behaupten, sie hätten Meister Shoins Erbe angetreten. Aber du siehst ja, wohin das geführt hat. Ich habe hingegen einen anderen Weg eingeschlagen. Und was glaubst du, warum? Ja, du hast dich mit denen um dich herum zusammen verändert. Vielleicht, weil jemand dich unter Kontrolle hält. Meister Shoins Lehren konnten sie nicht aufhalten. Vielleicht waren sie zu stur, um sich der Vernunft zu beugen. Das stimmt. Gensui hat auch nicht zugehört, als Shinsaku ihn warnen wollte. Und Iso hatte nie vor, auf Katsu zu hören. Konnten sie nicht aufhalten. Ja, weiß ich nicht. Aber ja, wir sagen das mal. Das stimmt zum Teil. Gensui und Iso glaubten, Meister Shoins Lehren wären die absolute Wahrheit. Dabei wollte Meister Shoin die Menschen dazu bewegen, selbst zu denken.
Doch die beiden verschlossen sich allen anderen Denkweisen. Ja, die sind eher auf Attacke gegangen. Du hast dich mit denen um dich herum zusammen verändert. Ich ja auch. Ich hingegen traf Menschen, die mir die Chance gaben, mich zu ändern und immer nach vorne zu blicken. Zu meinem Glück habe ich dich und Katsu. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wären wir uns damals nicht begegnet, wäre ich am Ende vielleicht wie Iso geworden. Ich bin auch froh, dich zu kennen. Ich wäre wie mein Zwilling geworden. Ich weiß nicht, was mit meinem Zwilling passiert ist, genau, deswegen will ich das nicht sagen. Ich bin auch froh. Musik für meine Ohren. Jetzt bin ich zu allem bereit. Mein Leben ohne dich will ich mir gar nicht vorstellen. Ryoma! Es sieht so aus, als wäre Iso immer noch nicht zurück. Schlaf ruhig ein wenig. Ich wecke dich, wenn er kommt. Ja, ich leg mich auch mal kurz hin. Ja, okay, und? Ist er wieder da? Niemand hat mich geweckt. Finde Ryoma. Okay. Oh oh. Warum habe ich ein ungutes Gefühl dabei? Und jetzt regnet es auch noch. Okay, hier hinten ist schon mal niemand. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl. Vor allem nicht nach diesem Gespräch. Habe ich doch gewusst. War klar, dass du auch dabei bist, wenn Ryoma kommt. Oh. Die Welt sollte sich doch ändern. Solange ich nur weiter töte. Aber wie lange noch? Wie lange muss ich denn noch so weitermachen? Mama, was ist mit Ryoma? Frage mich, ob ich besser fühle, wenn ich dich töte. Junge! Boah, und jetzt in dem Moment habe ich irgendwas im Auge, ey. Ich dreh durch. Boah, ist ja aggressiv. Schnell. Ich hab was im Auge, Mann, das fuckt voller. Doch. Oh. Was nun? Oh ja, was nun? Hat der Ryoma umgebracht? Alter, wehe. Ich werde den sowas von massakrieren. Nein, 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 warte! Fuck.
Was im Auge, Leute. Oh, jetzt im anderen. Willst du mich verarschen? Kann doch nicht wahr sein. Kann man sich ja nicht richtig konzentrieren bei. Okay. Ab geht's wieder zurück. Scheiße, die Unterbrechung hat nicht gut getan. Den gerade mal zur Hälfte, das ist ein harter Fight. Boah, was ist denn das? Ich komme kaum dazu, ihn irgendwie anzugreifen. Denn mein Fehler. Ich hätte dann natürlich vielleicht auch. Ich hatte keine Chance. Sein. Ich konnte nichts tun. Du bist wahrlich stark. Aber nicht stark genug. Alter, was ist denn mit dem? Komm schon. Nein, diese scheiß Schüsse, die der immer von sich gibt. Doch. Die sind so undurchsichtig. Als Maul. Der schießt einfach aus dem Nichts. Und dann greift er direkt an. Bleib liegen. Boah, war das ein harter Fight. Junge. Nun ist auch für mich die Zeit gekommen, zu sterben. Das glaube ich auch. Ich
bin nicht besser als du. Was mit Ryoma? Wir haben beide getötet. Wann habe ich nur den falschen Weg eingeschlagen? Das kann ich dir sagen. Ich bitte dich. Lass nicht zu, dass Ryoma in Unehre gezogen wird. Er lebt also noch zum Glück. Er ist für Größeres bestimmt. Als nur das Abschlachten von Feinden. Dafür gebe ich dir mein Wort. Es steht dir nicht zu, Forderungen zu stellen. Ja, komm, ich gebe dir mein Wort. Ich bin ein Ehrenmann. Es wird noch mehr Blut in diesem Land fließen. Schütze Ryoma mit deinem Schwert. Er soll nicht so enden wie ich. Das hoffe ich doch sehr, dass er nicht so endet wie du. Weißt du, und ich lieg da im Tempel und halt ein Nickerchen. Und da ist er wieder wach. Ja, ja, ja. Mir geht's ja, mein Freund. Bitte verzeih mir. Ich wollte derjenige sein, der mit Iso abrechnet. Damit du dir nicht die Hände schmutzig machen musst. Aber am Ende hast du doch wieder den Tag gerettet. Ja, so bin ich eben. Ich dachte, du wärst tot, Mann. Ach was, er hat nur einen guten Treffer gelandet. Das war's. Lass mich Iso allein begraben. Ich glaube, das hätte er so gewollt. Geh schon ohne mich zurück. Okay. Machen wir. Junge, Junge. Hisen Tadahiro. Kimono des ruchlosen Samurai. Revolver des ruchlosen Samurai. Die rechte Hand des Meisters. Ein Titel, den wir bekommen. Okay. Kampffertigkeit verbessert. Verborgene Kunst haben wir erlernt. Das sollte ich mir merken. Ich hoffe, das merke ich mir. Cool. Nicht schlecht. Moment, ich schaue mir erstmal an, was die Ausrüstung so bringt. Vielleicht sind ja gute Sachen dabei. Ulala. Hisen Tadahiro. Ja. Ja, bitte. Oh, geil. Neue Schwerter bekommen. I love it. So, was ist denn jetzt hier mit, wir haben doch noch was bekommen. Kimono des ruchlosen Samurai. Boah. Ganz ehrlich, es ist nur ein bisschen schlechter als das, was wir haben, deswegen ziehe ich es an. Ich muss. Attribute. Schauen wir uns doch mal an, wenn wir schon noch dabei sind. Wir haben 5 Fertigkeitspunkte. Was gibt's hier? Erhöht den Schaden von Shuriken. Kein Interesse. Betrüger Rüger. Stehlen. Bist der Bestienflüsterer. Oh, hier kann man so einiges machen. Leidenswelle. Fügt Gegnern in der Nähe Elementarschaden zu. Auch nicht schlecht. Stärkungseffekt. Von Gegenständen, die deine Attribute erhöhen. Ja. Angriff betroffener Gegner erhöht den Schaden gegen Gegner, die von negativen Statuseffekten. Verlängert die effektive Dauer von Gegenständen. Ja, benutze ich auch nicht wirklich. Was haben wir hier? Verbesserte von Handfeuerwaffen. Geschwindigkeit von Gewehrschüssen. Ja, komm, nehmen wir das mal. Warum auch nicht? Junge, oha. Das ist die Ausrüstung von Iso. Also die, das Gewand. Kleidung von Iso ist das, glaube ich, ne? Gefällt mir. Und das hier gefällt mir auch sehr gut.
Sehr, sehr schön. Cool. So, das hier haben wir gefunden vorhin, ne? Der Yoshida. Der Yoshida ragt aus dem Shirakawa-Bezirk von Kyoto auf und gehört zu den 36 Gipfeln von Higashiyama. Er ist auch als Kaguraoka oder Hügel des heiligen Tanzes bekannt, was sich auf einen heiligen Tanz bezieht, der von den einheimischen Göttern Japans aufgeführt wurde, um in fernen Zeiten die große Sonnengöttin Amaterasu aus ihrem Versteck zu locken. Mitte des 9. Jahrhunderts wurde hier der Yoshida-Schrein errichtet, in den Fujiwara no Yamakage den Schutzgott des Kasuga-Schreins in Nara einlud. Hundertfach wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber eine interessante Geschichte gewonnen. So, wir müssen in diese Richtung. Wir sollen zum Flussufer. Das ist die Hauptstory, ne? In diese Richtung. Ja, müssen wir noch nicht machen. Wir können hier erstmal die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Was ist das? Das können wir noch nicht machen. Da brauchen wir mehr Bindungsstatus wahrscheinlich. Wir machen erstmal die Aufgabe hier. Und befreien erstmal dieses Gebiet von diesem Gesindel, dem Ekelhaften. Was zum Henker habe ich hier getan? Wir haben gerade gegen Iso gekämpft. Krasser Fight, wirklich, aber gewonnen. Und jetzt verlieren wir gegen Schweine. Gegen Schweine. Das ist an Frechheit nicht zu überbieten. Das reicht's mir aber. Willst du mich verarschen? Das war ein Flüchtiger. Go, der Zerschmetterer. Lieber Sound, dreh nicht durch. Wir haben gerade ein Schwein erlegt. Wow. Okay. Nette Vogelscheuche hier. Wir suchen mal den Rest hier. Ich weiß nicht, ob das hier nur Schweine sind. Wahrscheinlich aber nicht. War die neue Technik. Ich bin schneller. So, ein Gegner ist hier noch. Wo ist er? Komm her. Der ist ja da oben. Ciao. Ja, der hat wenig Spaß gehabt auf seiner Schicht. In Shirakawa ist die öffentliche Ordnung wiederhergestellt und wir können uns ein bisschen zur Ruhe setzen, aber nur ein bisschen. Haben wir hier noch irgendwas, was ich... Ah, guck mal da hinten. Le Hund.
Na du? Nicht hinlegen, gib mir deinen Hab und Gut. Die sind echt so süß. 3 Metallplättchen haben wir bekommen, klasse. So, was haben wir denn hier? Ja, ich sehe schon. Hier gibt es so einiges zu holen. Ich glaube, wir holen uns den hier, das da und den hier.